Herzlich willkommen zu einem Lernvideo mit dem Thema Wendepunkte und Sattelpunkte. Michael schaut sich eine Funktion an. Diese Funktion ist rechtsgekrümmt bzw. konkav. Der Funktionsgraph dreht sich im Uhrzeigersinn. Ein Graph ist an einer Stelle x rechtsgekrümmt, wenn gilt, f2' von x ist kleiner 0. Das heißt, die zweite Ableitung muss kleiner als 0 sein. Natürlich gibt es auch das Gegenteil, also eine linksgekrümmte Funktion. Diese Funktion ist linksgekrümmt bzw. konvex. Der Funktionsgraph dreht sich dementsprechend gegen den Uhrzeigersinn. Ein Graph ist an einer Stelle x linksgekrümmt, wenn gilt, f2' von x ist größer 0. Das heißt, die zweite Ableitung muss größer als 0 sein. Natürlich gibt es Graphen, die an manchen Stellen rechtsgekrümmt und an manchen Stellen linksgekrümmt sind. Hier ist der Graph linksgekrümmt. An dieser Stelle läuft der Graph rechtsgekrümmt und hier ist der Graph wiederum linksgekrümmt. Michael bemerkt, dass es natürlich auch Stellen gibt, an denen sich die Krümmung wechselt. Diese Stellen werden als Wendestellen bezeichnet. Die entsprechenden Punkte sind hier als Wendepunkte gekennzeichnet. Hier ist der erste Wendepunkt. An diesem Punkt liegt die höchste Steigung vor. Hier ist der zweite Wendepunkt. An dieser Stelle liegt allerdings, wie bei einem Hoch- und Tiefpunkt, keine Steigung vor. Dieser Punkt wird als Sattelpunkt bezeichnet. Michael leitet sich her, dass wenn die zweite Ableitung für die Krümmung größer oder kleiner 0 sein muss, dann muss für einen Wendepunkt sie gleich 0 sein, da dort ja der Wechsel der Krümmung stattfindet. Da es aber sein kann, dass der Graph trotz eines Wechsels der Krümmung keinen Wendepunkt hat, gilt zusätzlich, dass die dritte Ableitung nicht 0 sein darf. Für einen Sattelpunkt, der ein besonderer Wendepunkt ist, gilt wie eben schon festgestellt, dass die Steigung, also die erste Ableitung, zusätzlich gleich 0 sein muss. Das neue Wissen möchte Michael natürlich direkt anwenden. Er besorgt sich daher eine neue Kostenfunktion, die genauer sein soll, um zu testen, ob dort ein Wendepunkt vorliegt. Die Funktion lautet k von x ist gleich 0,3x hoch 3 minus 18x² plus 360x plus 600. Michael bemerkt in den Bedingungen, dass er auf jeden Fall die dritte Ableitung benötigt. Daher fängt er an, diese Kostenfunktion abzuleiten. Das Ableiten stellt für ihn mittlerweile keine große Schwierigkeit mehr dar. Und so hat er schnell die erste, zweite und natürlich auch die dritte Ableitung gebildet. Nun schaut er sich erneut die Bedingungen an. Da die zweite Ableitung gleich 0 sein muss, setzt er sie einfach gleich 0. Um nach x aufzulösen, rechnet er erst plus 36 und dann geteilt durch 1,8. Nun merkt Michael, dass an der Stelle 20 die erste Bedingung für einen Wendepunkt vorliegt. Die 20 setzt er nun in die dritte Ableitung ein, um zu prüfen, ob die zweite Bedingung auch erfüllt ist. Da egal, was er in der dritten Ableitung einsetzt, immer 1,8 rauskommt und dies nicht 0 ist, muss hier also ein Wendepunkt vorliegen. Michael weiß nun, da k2' von 20 gleich 0 ist und k3' von 20 1,8, dass an der Stelle x gleich 20 eine Wendestelle vorliegt. Da er jedoch gerne den konkreten Wendepunkt bestimmen will, setzt er die 20 wieder in die Kostenfunktion ein, um den y-Wert zu ermitteln. Der Punkt 20 3000 ist dementsprechend ein Wendepunkt. Nun fragt Michael sich, ob der Punkt 20 3000 nicht nur ein einfacher Wendepunkt, sondern ob dies auch eventuell ein Sattelpunkt sein könnte. Er schaut sich die Bedingungen des Sattelpunktes erneut an und sieht, dass er für einen Sattelpunkt nur noch prüfen muss, ob die erste Ableitung gleich 0 ist, weil die anderen Bedingungen von einem Wendepunkt ja bereits erfüllt sind. Michael freut sich, dass er sogar eben schon die erste Ableitung gebildet hat. In die erste Ableitung braucht er dementsprechend nur noch seine 20 einzusetzen, um zu prüfen, ob dort die Steigung gleich 0 ist. Und tatsächlich, die Steigung an der Stelle 20 ist gleich 0. Der Punkt 20 3000 ist somit ein Sattelpunkt. Diesen schaut er sich noch einmal in seine Kostenfunktion an. In diesem Video hat Michael gelernt, was die Krümmung eines Graphen ist und wie er sie bestimmen kann. Anschließend hat er festgestellt, dass es in manchen Graphen einen Wechsel der Krümmung gibt. Dieser Wechsel findet im sogenannten Wendepunkt statt. Einen besonderen Wendepunkt nennt man Sattelpunkt. Ein Sattelpunkt ist ein Wendepunkt, der an einem Graphen eine Steigung von 0 hat. Damit beenden wir dieses Video und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.